wir sind zurück in Grey. Pink wäre wahrscheinlich besser. Ich habe nochmal eben nachgeschaut. Locker ist auch ein Synonym für Spind. Also quasi dort, wo man etwas einschließen kann. Jetzt ist die Frage, hat er hier irgendwo einen Spind? Ich habe nämlich keinen gesehen. Aber wir gehen jetzt mal auf die Suche danach, ob wir so eine Art Spind finden. Müsste er hier irgendwo zu finden sein. Wieder zurück, oder? Ist das hier kaputt? Ne. Hier ist kaputt. Ne, hier ging es ja raus. Okay, wo könnte denn jetzt der Spind sein? Gehen wir mal dahin. Da ging es ja nicht weiter, aber da könnte ja ein Spind sein. Gucken wir mal, ob wir hier einen Spind finden. Das sieht aus wie ein Spind. Da ist er doch. Huch, was war das hier unten? Ach, ist nur irgendwas an der Wand. Okay, also wieder zurück. War das die richtige Tür? Ja. Gehen wir da mal raus. Wieder Zwischensequenz. So, du. Also wir haben dort einen Fehler bei den Polygonen, wir haben dort einen Error, wir haben die Texturfehler. Also langsam nehmen die Fehler echt überhand, da ist ja schon die Stimmung extrem kaputt gemacht. Also nächstes Video werde ich, also für nächstes Video werde ich dann mal ein paar Updates machen, damit das hier endlich aufhört. Also das geht mir dann doch ein bisschen auf den Keks. Weil ich will ja schon, dass es eine gruselige Stimmung ist, was durch solche Fehler nur kaputt gemacht wird. Also, huch, war da irgendwas? Irgendwas vom Himmel. Schwarzes Zeugs. Ja, ist von einer anderen Welt verschlossen. Ist ebenfalls verschlossen. Können wir mal Taschenlampe anmachen? Mal hier mal ein bisschen was sieht. Hier in die Lücke rein? Nein. Was ist das denn für ein Kunstwerk? Naja. Jetzt Lüftungsschächte oder was ist das? Lass mich doch. Was ist denn das hier für komisches Zeug? Auch zu. Ah, ein Magazin. Vielleicht finden wir ja auch meine Waffe dazu. Ein Millimeter wäre jetzt schon ganz nice. Auch wenn ich noch keine wirklichen Gegner hatte. Was sich aber vermutlich in den nächsten Minuten ändern wird. Ah, Glitch. Durch den Boden durchgeleckt.
durchgebackert. Okay. Gibt's also scheinbar nichts zu erforschen, wenn man da nicht hinkommt? Ah ne, das ist nur der Zaun noch so. Scheint es hier nicht zu geben. Auch hier sind noch ein paar Kisten, aber die kann ich nicht kaputt machen. Wie komme ich denn da hoch? Also hier rein. Nee. Komme ich hier raus? Hier war ich aber schon, hier kam ich nicht rein. Hier scheint es weiter zu gehen. Oh oh. Oh, da ist jemand. Jetzt ist er weg. Was ist denn das hier? U-Bahn-Station? Came grab some ice cream with us and check out your new office in the Cogate Center. Keine Ahnung, was das heißt. Cogate. Ja, ihr wisst es sicher. Könnt es mir in den Kommentaren schreiben. Ich wieder ich alles nicht weiß. Könnt mir das bestimmt alle gut erklären. Ich habe das letztens erst gemerkt. Als mich jemand in Skype anschrieb. Und mir dann erstmal erklärte, dass ich das gar nicht richtig gemacht habe. Das ist warum die Häuser hier so damn cheap around here. Das soll mich aber jetzt nicht weiter belasten. Ist hier eine Tür? Ja. Kann ich aber nicht rein. Was haben wir denn da? Batterien? Ah, jetzt kann ich es aufmachen. Ich will doch irgendwie mal ein bisschen verletzt gewesen sein. Ich muss nicht vorbei. Oh shit. Oh. What the fuck was that? Das frage ich mich auch. Wenn jemand an mir vorbeigelaufen. Boah, Alter. Ich bin mich jetzt erschreckt. Vor dem Bild. Mehr als vor dem komischen Teil, was da gerade an mir vorbeigelaufen ist. Falscher Knopf. Warum ist denn hier alles zu? Warte, was? Ich will doch mal in so einen Kühlschrank. Ich habe Hunger. Im Fernseher ist bestimmt irgendein ganz cooles Bild und ich kann es nicht sehen. Der Herr erstmal die ganze Einrichtung. Oh, solche Sprünge in der Waschmaschine, das wird teuer. Oh, übernimmt nicht der Vermieter. Oh, noch ein Magazin. Ich könnte langsam meine Waffe finden. Wenn ich schon die ganze Zeit Magazine finde. Also war nur bedeutet, dass wenn ich mal endlich eine Waffe gefunden habe, ich wenigstens auch Magazine dafür habe.
war doch jetzt die letzte Tür. Wo geht's denn dann lang? Nee, hier bin ich ja hergekommen. Bin ich wieder zurück? Geht's nicht lang. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jetzt wird's richtig abgefuckt. Oh shit. Ah, ich komm, ich geh da jetzt einfach mal lang. Was soll ich denn jetzt machen? Bin ich da rein? Oh shit. Diese Effekte haben mich schon bei Slender immer genervt. War hier nicht gerade nach einer Tür? Komme ich wohl nicht mehr raus? Was zur Hölle passiert hier? Wahrscheinlich muss ich hier irgendeinen Trigger auslösen. Aber ich habe keine Ahnung was. Oh shit. Oh shit, jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel, ich spür's. Fuck, da war ein Mädchen. Die war noch gerade noch keine Tür. Und da. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Jetzt ist er geschafft. Wäre ich auch, wenn ich durch so einen Scheiß rennen müsste. So, ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Und I finally made it. Und wir sehen uns dann nächste Folge an, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Also bis dahin, tschüss.